um den Inhalt A dieser rot schraffierten Fläche zu bestimmen, berechnen wir das Integral von 0 bis 1 von dieser Funktion 2 minus x auf x² plus 1 dx. Um dieses Integral zu berechnen, bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion von dieser Funktion. Da der Zähler eine Differenz ist, können wir diese Funktion umschreiben in 2 auf x² plus 1 minus x auf x² plus 1. Und dann haben wir Stammfunktion einer Differenz. Das entspricht der Differenz der zwei einzelnen Stammfunktionen. Oben stand die 2, die haben wir umgeschrieben in die Form 2 mal 1 und diese multiplikative Konstante 2 fliegt somit aus dieser Stammfunktion raus. Hier erkennen wir selbstverständlich Arkustangens von x. Jetzt hier, die Ableitung vom Nenner, das ist 2x, oben haben wir x. Hätten wir 2x, so könnten wir per Substitution arbeiten. Also schreiben wir oben einfach mal 2 mal ein halbes, so haben wir nichts geändert. Und diese multiplikative Konstante ein halbes fliegt dann aus der Stammfunktion raus. Wie eben schon gesagt, das hier ergibt Arctangens von x. Und das hier, das ergibt natürlicher Logarithmus vom Betrag von x² plus 1. Wenn wir die Substitution u gleich x² plus 1 vornehmen, dann führt das sofort zu du gleich 2x dx und somit erhalten wir per Substitution u gleich x² plus 1 ln vom Betrag von x² plus 1. Da x² plus 1 aber immer positiv ist, für egal welchen reellen Wert von x, können die Betragstriche umgeschrieben werden in einfache Klammern. Und somit haben wir eine Stammfunktion dieser Funktion gefunden. Und um das Integral zu bestimmen, lassen wir diese Stammfunktion variieren von 0 bis 1. Das bedeutet, hier drin ersetzen wir zuerst x da und da durch 1, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir x da und da durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl. Und diese zweite Zahl wird von der ersten erhaltenen Zahl abgezogen. Arctangens von 1, das ist Pi Viertel. 2 mal Pi Viertel, das macht Pi Halbe. Und hier steht ln von 2 Halbe. Also, diese Zahl ergibt Pi minus ln von 2 Halbe. Jetzt die zweite Zahl. Arctangens von 0 ist 0. Ln von 1 ist auch 0. Das heißt, diese zweite Zahl entfällt, sie ist gleich 0. Und somit finden wir als Integral Pi minus ln von 2 halbe. Der numerische Wert davon ist 1,224223. Aber 1,224 was? Dieser Flächeninhalt ist 1,224 mal so groß wie der Einheitsflächeninhalt. Was also bedeutet, in dieser Fläche passen 1,224 Einheitsquadrate hinein. Das scheint mit der Zeichnung übereinzustimmen. Das heißt, unsere Antwort hat große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.